So, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Vlog und diesmal geht's nach Mallorca und diesmal auch nicht mit einem Auto, sondern mit einem Flugzeug. Und wir haben gerade, ich glaube 3:30, 4 Uhr in der Früh und der Flieger geht um 5.15 Uhr. Wir haben Uber-Taxi bestellt und ich hoffe, das kommt pünktlich. Mit am Start diesmal der Christoph und der Flo. Ja, der Flo war vor kurzem auf Mallorca, das heißt, er hat sich schon mal aufwärmen können. Der Christoph war noch nie auf Mallorca, ich vor 2 Monaten, aber da war es noch ziemlich kalt und frisch. Ich bin schon sehr gespannt und ich hoffe, ihr habt Spaß die nächsten paar Tage und wir werden euch auf jeden Fall so gut wie möglich auf dem Laufenden halten und alles Gute, viel Spaß. Hier geht es eigentlich um den letzten Platz, weil ich habe schon gewonnen. 4! Ich habe 3 und 4 ist 10. Ich sag 3. Ich hab 4 gesagt. 5. Hui! Wie viel steht's? Oh mein Gott, ich glaube, das Video dauert zu lange. Wir können das Spiel nicht. 2. Oh, oh, jetzt ist doch. Drei. Yes! 1-0! Ah, ihr Bote! Spekulatius, Wackerbundus! Oh, jetzt wird's knapp, jetzt wird's knapp. Will der Christoph in die Mitte oder muss der Flo in die Mitte? 3. Ich hab gewonnen. 4. Du hast 2, oder was? Jo! In der Mitte her! Den ganz Schluck. So, sie müssen wieder spielen, aber nicht diesmal jetzt, wer in der Mitte schlafen muss, sondern wer 1-0, ein Getränk auf GFX muss. Aber Christoph, der kann Knobel nicht. Ah, wir haben gesehen, was der Flo in der Hand hat. Ah, ist ein Trickster. 4. 2. Ah, die sind zu schwach. Ich hab schon wieder als Erster gewonnen, die sind zu schwach. Ich war ein Mitspieler, ja. Oh. 2. 2-0! So! Hat's geschmeckt, Christoph? Ja. Erklär uns kurz das Knobel nochmal. Bitte? Erklär uns kurz das Knobel. Das Knobel ist eine sehr komplizierte Sache. So lange haben wir heute leider nicht mehr Sendezeit. Aber ich werde es weiterleiten bei der nächsten Live-Fame-Vorstellung im ORF. Wird der Herbert Boasko mit Roman Melich das genau analysieren an der Videowand. Ja? Okay. Ist das okay? Das freut mich. Was sagst du zu unserer Knobel-Weltmeisterschaft, Christoph? Also ich bin einmal nicht Letzter, schon mal positiv gegen. Wer ist Letzter? Oh, der dreifache FIFA-Weltmeister Florian Goltz. Warum bist du Letzter, Flo? Ja, ich bin ein bisschen brandig, aber durst. Na, verstehe. Sodbrennen. Da hat man immer gesagt, viel trinken, das ist sehr wichtig. Das mache ich jetzt. Ja, liebe Leute, wir sind jetzt im Megapark bei der ersten Begegnung heute. Am Donnerstag um 16 Uhr. Es spielt Senegal gegen Kolumbien. Und da drüben Japan gegen Polen. Ich bin für Polen 2-1 und Kolumbien muss auch 2-1 gewinnen. Also drückt mir die Daumen, es muss auf jeden Fall so ausgehen. Mindestens 3 Tore pro Begegnung. Ja?
Eine geile Scheiße auf jeden Fall. Und ich hoffe, der Vlog wird euch gefallen. Es ist auf jeden Fall was ganz anderes als wie letztes Mal in Italien. Zweiter Tag, wunderschönen guten Morgen, wünscht der Christoph und ich. Die Haare stehen auf jeden Fall noch nicht, aber wir waren jetzt mal frühstücken, ein bisschen was fürs Bauchi machen. Und jetzt suchen wir einen Bankomat, mal schauen, wo wir da den nächsten finden. Ja, und dann geht's ein bisschen ab ins Zimmer, nochmal chillen. Heute ist nicht so ein sonniger Tag, aber dennoch hat es 27 Grad. Und heute ist kein WM-Tag, das ist auch mal was ganz Außergewöhnliches. Wir wissen gar nicht, was wir machen sollen. Wow, ich bin so ein Vogel da. Okay, ich halte euch auf dem Laufenden. Bis später. So, schaut mal, wer dabei ist. Flo lebt wieder. Der Flo war ein bisschen müde, hat sich ausgerastet. Aber jetzt bist du fit, oder Flo? Form meines Lebens. Ja, deshalb werden wir jetzt Minigolf spielen gehen und einen Massagesalon suchen, damit wir dann wirklich für den Abend komplett fit sind. Aber ja, zuerst Minigolf. Oh, Minigolf. Minigolf. Wieder Erdogan muss spielen. So, das ist das Geilste. Nein, ja, wir gehen jetzt, wie gesagt, Massagesalon suchen und danach Minigolf spielen. Ja, wir müssen ein bisschen den Tag mit was anderes vertreiben, weil ja die WM heute leider Pause macht. Aber der Flo hat sicher was zu wetten, oder? Flo? Ja. Was denn? Dennis. Hat es gestern funktioniert? Jürgen Melzer. Okay. Aktuell befinden wir uns beim Loch Nummer 10. Zwischenstand ist Christoph führt, ich Zweiter und der Flo, der da hinten ist, der große Bär, ist aktuell Letzter. Aber es gibt ja noch 8 Runden und es wird auf jeden Fall spannend. So, liebe Leute, es ist vorbei. Es ist endgültig vorbei. Wir haben einen Verlierer, das ist der Flo. Aber Kicktipp ist auf jeden Fall besser. Dazu werden wir gleich noch ein paar Fragen stellen. Christoph ist der Gewinner, ich leider Zweiter. Christoph, warum hast du gewonnen? Ja, es lag eindeutig an der Routine und am Selbstvertrauen. Am unfairen Spiel. Warum war es unfair? Weil bei mir Regeln geändert werden, ich werde gestoßen, während ich schieße, angesprochen, die Banden wachsen auf Kopfhöhe bei mir. Gibt's nichts. Okay, hat auf jeden Fall Spaß gemacht und ja, wie gesagt, lasst in den Kommentaren mich wissen, ob ihr schon mal Minigolf gespielt habt. So, in Minigolf ist der Flo nicht so gut, aber dafür in Kicktipp. Er führt aktuell die Weltmeisterschaft Kicktipp-Runde an. Flo, sag einmal den Fans da draußen und der Mario-Community, was ist dein Geheimrezept beim Wetten? Ja, das Geheimrezept ist nicht überhastet. Einmal am Tag habe ich immer so ein Gefühl im Bauch, wo ich die Ergebnisse ahne. Wie man sieht, das Bauchgefühl lügt nicht. Jetzt führe ich Haus hoch an. Ja, glaubst du, wirst du mit Platz 1 ja, das beenden? Nein, also das stelle ich gar nicht in die Frage. Ich habe eigentlich gesagt, das wird ein Startzielsieg. Am Start ein bisschen holprig, aber mittlerweile muss ich sagen, ich bin vorne. Ich weiß nicht, der zweite Platz, ob der überhaupt noch rein rechnerisch eine Chance hätte, mich einzuholen. Ja, ich habe es leider nicht mehr. Ich bin ja schon 17 Punkte hinten, also das ist jetzt für die Achtelbegegnungen und bis zum Finale fast unmöglich. Aber was mich noch interessieren wird, das würdest du mit den 280 Euro machen, die du gewinnst? Vielleicht ein drittes Mal Mallorca das Jahr. Okay,
Danke. Willst du noch was Vielen sagen? Vielen Dank. Ich bedanke mich. So. Liebe Leute. Das ist der Kübel, den der Flo bezahlen hat müssen. Nach seiner Lieblingssportart, Minigolf. Er ist so motiviert, er wird morgen wieder spielen. So, Christoph. Yes. Revanche, revanche. Aber wenn wir sehen, wann aufgehen, oder? Ja, seid ihr wirklich bereit? Ich schwöre, das ist kein Spaß rein, jetzt. Das ist wirklich jetzt ernst. Das geht nur rein, Alter. Auf die Plätze! Auf die Plätze! Streck die Hände! Fäuste machen! Auf die Plätze! Streck die Hände! Fäuste hoch! Daumen hoch! Durchgespielt. So, an alle, die das Video gesehen haben, lasst einen Daumen hoch da und wenn ihr Sport machen wollt, dann dreht diese Musik auf und macht diesen Tanz. Einen wunderschönen guten Tag, meine lieben Freunde. Sorry für meine Stimme, aber ihr wisst ja Bescheid. Die Mallorca ist die Stimmung einfach so geil, dass man einfach mitsingen muss bei jedem Lied. Und ja, jetzt ist meine Stimme ein bisschen angeschlagen, aber das haltet uns natürlich nicht auf, weiter einen Vlog zu machen für euch. Und ich hoffe, bis dato gefällt euch der. Ist ein bisschen anders wie Italien und Kärnten. Aber ja, ich habe euch gesagt, ich nehme euch auf jede Reise mit. Und ein Mann ein Wort und deshalb geht's weiter. Ja, was steht heute an? Heute ist wieder endlich WM. Achtelfinale Uruguay gegen Portugal. Für mich gewinnt Uruguay 2-1. Und Frankreich gegen Argentinien 1-1 nach 90 Minuten. Und dann wird vermutlich Frankreich sich durchsetzen. So, wir schauen uns gerade das zweite Spiel heute da oben bei uns im Zimmer an. Wir tun ein bisschen noch Kraft tanken. Man merkt, wir sind jetzt nicht ganz körperlich fit, aber wir hoffen auf jeden Fall, dass es die nächsten paar Stunden besser wird. Und dann geht's wieder auf die Piste. Cavani, Cavani, Cavani. 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 Ja! Cavani! Uarus! Die Ole Ole! Ronaldo fährt heim! Singing this song, walking the jailer wanderer. It's all we want. Einstein, shifter, night sky. American Pie. Stress ohne Grund. Es ist schindlig cool. Warte, Zigarette im Mond. Der Kurani. Da war er. Der Brasilianer war heute da, Kurani. Oh, Phil Taylor, walking along, singing this song, walking in the Taylor Wonderland. So, liebe Leute, meine Stimme ist noch immer am A, aber wir müssen ja den Vlog zu Ende bringen und ja,
heute der letzte Tag, der wird wirklich nur noch genutzt, um zu chillen. Am Pool, direkt beim Hotel, hier im Hintergrund. Ja, heute noch zwei Begegnungen, die wir auch noch mal auf Male sehen können. Das eine ist Spanien gegen Russland und das andere Kroatien gegen Dänemark, wenn ihr mich nicht alles jetzt täuscht. Ja, natürlich wird auch wieder live gewettet, damit ein bisschen das Ganze auch spannender ist. Ja, ich hoffe bis dato euch hat oder gefällt der Vlog. Und ja, lasst mich auf jeden Fall wissen, ob ihr den nächsten Vlog wieder dabei sein wollt, beziehungsweise ob ich für euch wieder einen machen soll. Jungs, wollt ihr schon heim? Jetzt freue ich mich aufs Bett, ja. Was freust du dich? Einmal ins Bett beamen, bitte. Danke.